Die neue A-Klasse. Der Pulsschlag einer neuen Generation. In Ihrem Autohaus Allgäu in Kempten, Kaufbeuren und Immenstadt. Herzlich willkommen zu TV Allgäu Nachrichten am Mittwoch. Bevor wir loslegen, hier noch ein kurzer Überblick über die heutige Sendung. Die Natur explodiert. So geht es den Obstbauern am Bodensee nach dem langen Winter. Englische Woche in Memmingen. Der Regionalligist FC Memmingen empfängt den FC Ismaning. Und hoch zu Ross, der zweite Georgi-Ritt in Wasserburg. Der Bodensee ist ein beliebtes Ausflugsziel, besonders dann, wenn das Wetter mitspielt. Gefragt sind da jetzt im Frühling vor allem die Obstbauern. Viele Touristen rufen nämlich extra an und fragen, wann blühen denn die Apfelbäume? Dieses Jahr müssen die Besucher etwas länger auf die Blüte warten, denn der lange Winter hat auch am Bodensee seine Spuren hinterlassen. Zwischen dem 3. und 5. Mai soll es am Bodenseeufer aber endlich wieder aufblühen. In Teilen des Allgäus wacht die Natur erst langsam auf. Die ersten Bäume beginnen zu sprießen, die Blumen blühen auf. Am Bodensee ist der Frühling schon angekommen. Doch auch hier braucht die Natur dieses Jahr ein bisschen länger. Ja gut, der Winter war jetzt sehr lang und wir haben jetzt natürlich einen späteren Austrieb wie normalerweise. Aber deswegen holt die Natur natürlich die Tage jetzt wieder alles auf und jetzt sprießen die Blätter, die Natur explodiert förmlich und die Blätter wachsen innerhalb von Tagen. Ja, und wir haben jetzt ein viel junges, ungeschütztes Blatt, das natürlich mit Pflanzenschutz jetzt natürlich irgendwo geschützt werden muss, weil dort entwickeln sich bei feuchter Witterung natürlich die Sporen für unseren Schorf, die pilzliche Krankheit. Und da müssen wir jetzt mal schauen, dass wir natürlich möglichst wenig schwarze Flecken auf die Blätter bekommen, das dann später dann auf die Äpfel übertragen werden. Und ein schwarzer Fleck auf dem Apfel mit einem Schorfpilzgeflecht will natürlich auch kein Kunde haben. Und das ist jetzt im Moment unsere wichtigste Aufgabe, dass wir natürlich da keine Infektionen reinbekommen. Das bedeutet, dass Obstbauer Andreas Wilhelm täglich unterwegs ist. Denn Apfelbäume machen Arbeit. So muss ein Großteil der Blüten entfernt werden. Der Baum wäre sonst überladen und würde dadurch nur sehr kleine Äpfel tragen. Die Apfelernte wurde durch den langen Winter nicht gefährdet. Sie wird sich nur etwas verschieben. Ja, wir sind ca. 8 bis 10 Tage hinterher, was aber die Natur jetzt einigermaßen aufholen wird. Und wir sind als Obstbauern jetzt gar nicht so unglücklich, dass wir dann halt erst im Anfang September die ersten Äpfel ernten und nicht schon am 15. oder 20. August. Ja. So wird sich das im Moment darstellen, sodass wir auch wieder 8 bis 10 Tage später dran sind. Nicht nur die Äpfel, auch die Erdbeeren haben einiges nachzuholen. Die Pflanzen haben sich auch von diesem Winter nichts anhaben lassen. Nachdem es so lange kalt geblieben war, nutzen sie jetzt jede einzelne Sonnenstunde. Also die Erdbeeren sind wir, denke ich, dieses Jahr 8 bis 10 Tage später dran. Aber dadurch, dass es jetzt natürlich wieder wärmer wird, denke ich, holen wir da schon wieder einiges auf. Knapp einen Monat muss man sich noch gedulden. Ab Mitte Mai soll es sie dann aber geben, die ersten Bodensee-Erdbeeren. Mit einer Selbstschussanlage hat ein Wasserburger Obstbauer versucht, unerwünschte Gäste von seinen Bäumen fernzuhalten. Spaziergänger hatten die Anlage auf einer Obstwiese entdeckt und daraufhin die Polizei verständigt. Die Beamten fanden eine selbstgebaute Konstruktion vor, in die ein Gasrevolver eingebaut war. Laut Polizei sollte die Anlage Rehe abschrecken. Den 46-jährigen Obstbauern erwartet jetzt aber eine Anzeige wegen des Verstoßes gegen das Waffengesetz. Eine unmittelbare Gefahr für Menschen bestand, so die Polizei, aber nicht. So, und von den Selbstschussanlagen an Obstwiesen kommen wir jetzt zu weiteren Meldungen aus der Region. Davor gibt es aber ganz, ganz kurz Werbung. Rohstoffe, Wertstoffe, Recycling. Wir versorgen die Wirtschaft mit wertvollen Rohstoffen. Dorn, denn auf die richtige Verwertung kommt es an.
Avia Pellets. Die Flüsterpellets bestehen zu 100% aus heimischem Holz. Leise und sauber liefern wir Wärme für Ihr Zuhause, dort, wo Sie uns brauchen. Unser produktschonendes System sorgt dafür, dass der Staubanteil Ihres Brennstoffes nicht erhöht wird. Gut für Sie, gut für die Umwelt. Avia Pellets. Die Flüsterpellets. Geliefert von einem Partner aus Ihrer Region. Jetzt sollten Sie sich an eine natürliche Ernährung gewöhnen. Reiko arbeitet im Naturkreislauf für Boden, Pflanze, Tier und Mensch. Seit 20 Jahren für ein besseres Leben. Reiko Vitalsysteme. Warum sind wir anders? Reiko-vital.com. Sie wollen einkaufen, erleben und genießen? Dann besuchen Sie die neue Messe MIR in Memmingen. Es erwarten Sie 100 Aussteller mit starken Angeboten aus Handel, Handwerk und Dienstleistung, erlebnisreiche Aktionen und die gemütliche Einkehr im Festzelt. Die neue Messe MIR vom 3. bis 5. Mai im Stadtpark Neue Welt Memmingen. Freitag von 12 bis 19, Samstag und Sonntag von 10 bis 18 Uhr. Eintritt frei! Sie wollen noch mehr? Dann kommen Sie zu den Abendveranstaltungen ins Festzelt. Weitere Infos unter messe-mir.de. Sport Schindele Ronsberg. Ihr Spezialist für Alpin, Freizeit und Outdoor-Sport im Allgäu. Eine gigantische Auswahl von Top-Markenartikeln zu Top-Preisen. Kommen Sie und lassen Sie sich beraten. Unsere Spezialisten erwarten Sie. Traumhaft reisen mit Arnold, Ihr Reisepartner in Dietmannsried. Große Testaktion zur Hausmesse. Testen Sie die besten Marken mit geführten Testausfahrten und staunen Sie über die Mega BMX Show und weitere Aktionen am 27. April im größten Zweirad-Center im Allgäu. Rad- und Rollercenter Heiß, Industriegebiet Nord in Memmingen. Servus, ich bin der Peter. Ich habe hier in der Gegend schon über 100 Gipfel bestiegen und da bin ich nochmal 50 machen kann, nehme ich Knobi Vital. Knobi Vital ist gut für die Verdauung. Ich trinke gern Knobi Vital, damit ich fit und gesund bleibe. Ich nehme Knobi Vital, weil es mir richtig Energie gibt. Ich bin der Klaus und ich nehme es, weil es einfach schmeckt. Mit Knobi Vital bleiben Sie fit bis ins hohe Alter. Knobi Vital, das Original. Große Test- und Sparaktion zur Hausmesse am 27. April. Mit vielen Testsieger- und Hausmesseangeboten im größten Zweirad-Center im Allgäu. Rad- und Rollercenter Heiß, Industriegebiet Nord in Memmingen. Die Meldungen vom 24. April 2013. 11,5 Jahre Haft wegen versuchten Mordes, so lautet das Urteil des Kempner Landgerichtes gegen einen 49-jährigen Mann. Er hatte im letzten Sommer in Durach dem früheren Freund seiner Ex-Frau in den Kopf geschossen. Das Opfer trug lebensgefährliche Verletzungen davon. Danach versuchte der Mann am Rande eines Kindergeburtstages seine Ex-Frau, die Schwiegermutter und schließlich sich selbst zu töten. Bevor es aber dazu kam, hatte die Frau die Polizei alarmiert, die den Mann festnehmen konnte. Der Richter sprach heute von einer geplanten Tat. Hintergrund für die Tat war die Trennung von seiner Ehefrau, die er nicht verwunden hatte. Der Prozess um den Mordfall in einer Bad Grünenbacher Klinik muss möglicherweise noch einmal aufgerollt werden. Der Anwalt des Angeklagten hat jetzt Revision gegen das Urteil eingelegt. Wie berichtet, war der 19-Jährige wegen Mordes zu 9,5 Jahren Haft verurteilt worden. Der Richter sah es als erwiesen an, dass er vor einem Jahr eine 39-jährige Frau in einer Klinik in Bad Grünenbach ermordet hat. Sein Anwalt hatte auf Totschlag plädiert und 7 Jahre gefordert. Jetzt muss der Bundesgerichtshof prüfen, ob es Verfahrensfehler gab. Wenn das der Fall ist, muss der Prozess noch einmal neu begonnen werden. Bis dahin bleibt der 19-Jährige in Untersuchungshaft. Mit dem feierlichen Entzünden der Erdgasflamme ist gestern Abend die Gemeinde Haarwangen an das Netz von Erdgas Schwaben angeschlossen worden. Knapp 2 Kilometer Ortsnetzleitungen wurden dafür verlegt. Für die stark gewerblich geprägte Gemeinde sei der Anschluss ein wichtiger Schritt, zu Bürgermeister Martin Heinz.
Überlegungen hinsichtlich des Anschlusses an das Altgasnetz wurden schon vor mehreren Jahren getätigt. Allerdings hat sich das dann zerschlagen und jetzt aufgrund der sogenannten Energiewende hat es eine neue Aktualität bekommen. Und daher haben wir jetzt Nägel mit Köpfen gemacht und haben den Anschluss an die Erdgasversorgung sichergestellt und den Abschluss eines sogenannten Wegenutzungsvertrages. In absehbarer Zeit sollen nach einigen Firmen und privaten Haushalten auch öffentliche Gebäude wie das Rathaus, die Schule und der Kindergarten ans Erdgas angeschlossen werden. Im Klinikum Immenstadt hat ein 36-jähriger Mann einen Mitpatienten verprügelt. Das Opfer war nach Angaben der Angehörigen zweimal lebertransplantiert worden und im Begriff, die zweite Leber abzustoßen. Die Schläge hätten für ihn tödlich enden können. Das Opfer konnte sich zum Schwesternzimmer retten. Der 28-Jährige leidet seitdem unter Schwindel und Nasenbluten. Grund für die Auseinandersetzung war ein geöffnetes Fenster. Der Angreifer soll psychisch gestört sein. An der Hochschule Kempten haben sich heute im Rahmen der Allgäuer Hochschulmesse rund 120 Firmen vorgestellt. Vor allem für Studien- und Berufsinteressierte gab es zahlreiche Orientierungsmöglichkeiten. Der Schwerpunkt lag dabei größtenteils bei technischen sowie kaufmännischen Berufen. Auch sonst gab es auf dem Hochschulgelände viel zu entdecken. Von fußballspielenden Robotern bis hin zu renntauglichen Pkw-Tuning. Das war besonders bei Motorbegeisterten sehr beliebt. Außerdem gab es neben den Ausstellern noch über 70 zusätzliche Programmpunkte, wie zum Beispiel verschiedene Vorträge in Hörsälen. Spektakuläre Rettungsaktion der Feuerwehr im Gruppenklärwerk in Lauben. Ein 48-jähriger Arbeiter wollte dort einen Trichter reinigen, als er eingeklemmt wurde. Erst der Höhenrettung der Kemptner Feuerwehr gelang es, den Mann zu befreien. Er wurde bewusstlos ins Kemptner Klinikum eingeliefert. Eine erste Überprüfung ergab, dass die erforderlichen arbeitsschutzrechtlichen Vorschriften eingehalten wurden. Nur aus diesem Grund sei Schlimmeres verhindert worden, so die Polizei. Das Landestheater Schwaben bekommt mehr Geld. Nach dem Freistaat haben jetzt auch die beteiligten Gemeinden zugestimmt, mehr Geld für das Theater zu investieren. Auf der jüngsten Zweckverbandssitzung entschieden sie, ihre Mitgliedsbeiträge um 8,75% zu erhöhen. Dadurch bringen Freistaat und Zweckverband künftig jeweils 1,2 Millionen Euro jährlich ins Theater ein. Zuletzt hatte die Bühne auch auf Rücklagen zurückgreifen müssen. Die waren jetzt aber aufgebraucht. Die Gemeinde Fischen denkt über eine Jugendherberge nach. Vorgesehen ist eine 7000 Quadratmeter große Fläche. Gebaut werden müsste die Einrichtung von einem privaten Investor. Das Deutsche Jugendherbergswerk würde das Gebäude dann betreiben. Geplant sind zunächst 60 Betten, 15 neue Arbeitsplätze könnten entstehen. Fischen erhofft sich dadurch ein deutliches Plus bei den Übernachtungszahlen. Und wir kommen zum Eishockey. Der Bayernligist ERC Sonthofen muss sich einen neuen Trainer suchen. Trainer Harald Weibel hat angekündigt, den Verein aus persönlichen Gründen zu verlassen. Weibel hatte den ERC Sonthofen im Dezember 2010 auf Platz 8 übernommen und auf Anhieb zur bayerischen Meisterschaft geführt. In diesem Jahr scheiterte der ERC Sonthofen erst im Finale gegen Bayreuth. Ja, und das waren die Meldungen vom 24. April und jetzt gibt es hier die Wettervorhersage. Bei jedem Wetter preiswert waschen. Ihr Autowaschpark in Kottern, Sonthofen, Neugablons und Mindelheim. Die Nacht auf Donnerstag wird sternenklar. Darum fallen die Temperaturen auf 8 Grad am Bodensee und frische 4 Grad am Alpenrand. Der Donnerstagvormittag bleibt klar, noch liegt jedoch die kühle Nacht in der Luft, bei Werten um die 11 Grad. Dank der Sonne und des Föhns wärmt sich die Luft im weiteren Tagesverlauf auf bis zu 22 Grad am Alpenrand auf. Im Voralpenland bleibt es annähernd wolkenlos, über den Bergen kann es dann auch zu Quellwolken kommen, die bleiben jedoch harmlos. Der Freitag beginnt weiter föhnig und sonnig, jedoch kann es gegen Abend durch starke Wärmeentwicklung über den Tag hinweg zu örtlichen Gewittern kommen. Die Temperaturen bleiben bei Werten von 7 bis höchstens 22 Grad. Das Wochenende beginnt mild, jedoch regnerisch. Maximal werden 14 Grad erreicht. Auch am Sonntag bleibt es sehr wechselhaft mit Regenschauern. Zwar lugt die Sonne gelegentlich zwischen den Wolken hervor, jedoch bleibt es bei Werten von 7 bis 16 Grad.
Auf das Spiel der Spiele wartete gestern Abend ganz Fußball-Deutschland. Das Champions League-Halbfinale des FC Bayern gegen den FC Barcelona. Doch bevor es in München zum Gigantenduell kam, fieberten viele Memminger noch einer anderen Partie entgegen. Der Regionalligist FC Memmingen empfing vorher nämlich den FC Ismaning. In Zahlen ausgedrückt, der Tabellenneunte traf auf den Tabellenachtzehnten. In der dritten Minute die erste Szene der Gastgeber in Rot. Memmingens Kapitän köpft den Ball zu Sönmez. Kein schlechter Anfang. Trainer Esat Karic konnte gestern Abend in der Abwehr auch auf den routinierten Daniel Böck zurückgreifen, der trotz Bänderriss auf dem Platz stand. Verzichten mussten die Memminger dagegen auf den rot gesperrten Matthias Bader. Er wird auch im Heimspiel am kommenden Freitag weiter fehlen. Die Hausherren von Beginn an klar besser, auch weil der Abstiegskandidat nicht viel dagegen setzt. Bonfahrt findet Heger und Ümit Sönmet trifft in der 9. Minute verdient zum 1:0. Die Memminger machten weiter Druck. Ismaningen gelingt es nur mit Mühe, den Ball aus der Gefahrenzone zu bringen. Trotz dieses Fouls bislang ein faires Spiel. Die Gäste auch bei Standards keine echte Gefahr für den Memminger Keeper. Das Spiel dümpelt so vor sich hin, Esat Karic klar unzufrieden. In der 33. Minute ziehen die Gastgeber dann wieder das Tempo an. Tönnesen setzt sich durch und Burak Tastan verwandelt zum 2:0. Von den Ismaningern ist jetzt kaum noch etwas zu sehen. Die Memminger dagegen erspielen sich weiter, wie in der 44. Minute gute Chancen. Doch es bleibt zur Pause beim 2:0. Zweite Halbzeit, jetzt scheint sich Ismaning doch noch zu fangen. Doch die Abwehr des FC Memmingen steht. Dennoch müssen die rund 400 Memminger Fans gut eine Viertelstunde auf die nächste große Chance ihrer Mannschaft warten. Dann der erste Wechsel bei den Gastgebern. Steffen Friedrich kommt für Kevin Ruiz. 67. Minute. Tönnesen spielt auf Sönmez, Bonfahrt und der eingewechselte Friedrich verpassen den Ball. Der Kapitän versucht's aus der Distanz. Noch eine gute Viertelstunde. Der FC Ismaningen kommt immer besser ins Spiel. 6 Minuten vor Schluss der nächste Wechsel bei den Memmingern. Der Torschütze zum 2:0, Burak Tastan, darf seine Kräfte für das nächste Heimspiel am Freitag schonen. Trotz Unterstützung der Fans sollte es dann nicht mehr sein. Endstand 2:0 für die Hausherren. Wir haben in erster Halbzeit relativ Gegner gut beherrscht oder ganz gut beherrscht, sage ich jetzt. Wir haben nicht so zielstrebig mit unserer nicht hundertprozentige Möglichkeit, aber der gute Möglichkeit nicht konsequent im Strafraum zu Ende gespielt. Die zweite Halbzeit, da bin ich sicherlich nicht zufrieden, was wir haben geliefert. Das war eine lange Phase, wo wir haben nur verteidigt, viele Ballverluste gehabt. Sie haben den Gegner sehr stark aufgebaut. Sie haben eine oder andere Torschuss gehabt, keine hundertprozentige Chance. Ja, ich denke, dass wir in der ersten Halbzeit viel zu viele Torschancen zugelassen haben, viel zu viele Eckbälle und Standardsituationen. Und das hat die Mannschaft verunsichert und letzten Endes haben die Memminger dann zwei verdiente Tore geschossen in der ersten Halbzeit. Die zweite Halbzeit war von unserer Seite okay, wir haben viel mehr Ballbesitz gehabt, wir haben den Ball öfters in gegnerischen 16er gebracht, sind ein paar Mal zu Torabschlüssen gekommen. Leider waren die Schüsse neben das Tor, nicht ins Tor, so damit, dass die Niederlage dann verdient war. Lang auf ihrem Sieg ausruhen können sich die Memminger allerdings nicht. Am Freitag treffen sie zu Hause auf den SV Heimstetten und am 1. Mai geht's im Pokal gegen den TSV 1860 Rosenheim. Ja, und von der Regionalliga geht es jetzt direkt in die Königsklasse. Gestern hat der FC Bayern München ja die Sensation geschafft und die vermeintlich stärkste Mannschaft Europas, den FC Barcelona, mit 4:0 nach Hause geschickt. Ideale Voraussetzungen also für das Rückspiel am kommenden Mittwoch in Barcelona. Wie die Allgäuer das Spiel gesehen haben und ob heute so manchem noch ein 4:0-Grinsen ins Gesicht geschrieben stand, das haben meine Kollegen herausgefunden. Ja, wunderbar. Hätte ja keiner geglaubt, dass ein 4:0 gleich, 2:0 wäre schon super gewesen. Und jetzt mit dem 4:0 sind wir hoffentlich so gut wie im Finale. Und ja, war
eine gute Versöhnung zum Finale letzten Jahres, wo wir es nicht ganz geschafft haben. Auf jeden Fall. War ein super Spiel, ja. Also man hätte eigentlich gerechnet, dass gleich 4 Tore. Also. Ja, ich habe es also nicht genau anschauen können. Ich konnte es nur über die Talkshow anschauen. Es war also ganz toll, wie sie es dokumentiert haben, die Herrschaften. Und da konnte man also wirklich feststellen, das war ein ganz tolles Spiel. Man hat also die einzelnen Szenen gut dargestellt bekommen und fand also ganz toll, dass die das so machen. Und das Spiel selber von Bayern ist natürlich hervorragend, überragend. Ich war überrascht, wie stark die Bayern aufgetrumpft haben. Auf der anderen Seite natürlich, der Ballbesitz war prozentual gesehen mehr im Bereich von den Barcelona-Spielern. Aber ja, letzten Endes haben sie gekämpft und mit dem Supertrainer Heinkes haben sie das geschafft. Das ist für mich sowieso im Moment der beste Trainer, den ich so nennen könnte. Ja, der FC Bayern, und das war eine der Top-Meldungen gestern, hat mit dem Dortmunder Edeltechniker Mario Götze einen millionenschweren Goldjungen verpflichten können. Götze kommt, das ist ja bekannt, ursprünglich aus dem Allgäu. Er ist aber nicht der einzige millionenschwere Goldjunge, den die Region zu bieten hat. Im Schwäbischen Krippenmuseum ist jetzt nämlich ein weiterer Goldjunge aufgetaucht und auch der millionenschwer. Experten entdeckten dort nämlich eine über 500 Jahre alte Jesusfigur. Geschaffen vom berühmten Bildhauer Michel Erhard aus der Ulmer Schule. Bislang war man davon ausgegangen, dass die Figur aus dem 19. Jahrhundert stammt. Nun aber die Erkenntnis, dass dem nicht so ist. Die Figur ist deutlich älter. In Mindelheim hofft man nun, dass der Fund neue Besucherströme anzieht. Ja, und wir machen jetzt eine kurze Pause und dann geht es hier weiter mit dem Georgi-Ritt in Wasserburg. Schauen Sie doch einfach mal rein. Wahl ist das Reitsportfachgeschäft in Ihrer Nähe für Pferd und Reiter. Auf 500 Quadratmetern finden Sie mehr als 2000 Markenartikel mit ständig wechselnden Angeboten. Auf zu Wahl, denn Wahl hat's. Scharf sehen ohne Brille. Die Praxis von Dr. Pfeffel und Dr. Zenk ist auf Augenlaserbehandlungen spezialisiert, seitdem diese Technik überhaupt verfügbar ist. Die Praxis verwendet ausschließlich die modernste Lasertechnologie. Damit ist eine schmerzfreie Behandlung und die schnellste Wiederherstellung der Sehkraft möglich. Besser sehen durch die Augenlaserbehandlung von Dr. Pfeffel und Dr. Zenk aus Weilheim in Oberbayern, München und Jena. Der Kemptener Jazzfrühling. Täglich 16 Stunden live. Jazz und Blues. Über 90 Konzerte auf über 30 Bühnen und Musiker aus vielen Nationen. SOS Kinderdorf baut neue Einrichtungen für Kinder in Deutschland. Weil Kinder ein Zuhause brauchen. Jetzt spenden oder Pate werden. SOS Kinderdorf. Hier finden Sie schnell und einfach Ihren Traumberuf. Jobsimallgäu.de, Ihr regionaler Jobmarkt. Jetzt kostenlos registrieren und direkten Kontakt zu Ihrem Wunschunternehmen aufnehmen. Jobsimallgäu.de, die Jobbörse der Allgäuer Zeitung. Jetzt spenden oder Pate werden. SOS Kinderdorf. Finden und gefunden werden. Stellen Sie jetzt anonymisiert Ihre Bewerbungsunterlagen ein und erhöhen Sie die Chance auf Ihren Traumberuf. Jobsimallgäu.de. Lotto. Rechnen Sie mit allem. Bei Lotto gewinnen Sie jetzt in der neuen Gewinnklasse schon mit 2 richtigen plus Superzahl einen festen Gewinnbetrag von 5 Euro. Und was ist noch neu bei Lotto? Einfachere Spielregeln, neue Gewinnklasse, höhere Gewinnchance und 28% mehr im Jackpot. Das Original bleibt, die Chance steigt. www.lottobayern.de. Spielteilnahme ab 18. Glücksspiel kann süchtig machen. Infos unter www.bzga.de. Grenzenlos. Wunderwelt aus Wald und Schnee. Freizeitspaß für die ganze Familie im Urlaubsparadies Bayerischer Wald, der Familienwald. Mehr dazu finden Sie auf bayerischer-wald.de.
grenzenlos. Der Bayerische Wald und Oberösterreich freuen sich auf Sie. 59 Reiter und 4 Kutschen waren am Dienstag beim zweiten St. Georgsritt in Wasserburg am Bodensee unterwegs. Die Organisatoren wollen die Veranstaltung künftig fest im Jahreskalender der Gemeinde verankern. Alle Spenden der Besucher gehen an den Reit- und Fahrverein Wangen. Dort ist bei einem Brand Ende März nämlich ein beträchtlicher Schaden entstanden. Der Termin für den Georgi-Ritt am Dienstag war mit Bedacht gewählt, denn der 23. April gilt als besonderer Gedenktag für den Heiligen. Dass St. Georg auch für gutes Wetter zuständig ist, konnte man in Wasserburg bereits während der Vorbereitungen zum St. Georgsritt erahnen. Sonne und angenehme Temperaturen boten beste Bedingungen für Pferd und Reiter. Wir haben die St. Georgs Apotheke, wir haben die St. Georgs Kirche. St. Georgs Kirche 1225 Jahre alt. Also ein wunderbarer Anlass, dass wir letztes Jahr begonnen haben, den St. Georgsritt zu machen. Und als passionierter Reiter freut es mich umso mehr. Gleich der Beginn des Weges führte an einem Seniorenheim vorbei. Kein Zufall, wie die Organisatoren betonen. Sie wollten damit die älteren Menschen dort bewusst mit einbinden. Wir versuchen uns hier in der Gemeinde sozial einzusetzen. Wir haben eigene Projekte und wir kommen automatisch über die Apotheke, wo meine Lebensgefährtin eben beschäftigt ist, beziehungsweise die Inhaberin ist, kommen wir auch ins Seniorenheim rein. Und dann ist natürlich jede Abwechslung, die den Alltag durchbricht, ist herzlich willkommen. Und wenn wir natürlich jetzt, wenn wir jetzt hier sehen, wir haben ein tolles Wetter, da freut es den jeden auch rauszugehen. Für uns natürlich auch, dass man dann nicht im Regen rausgehen muss. Und dann geht einem wirklich das Herz über, wenn man das dann auch sieht, wie die da mit Freude mitgehen. Ursprünglich war geplant, dass die Spenden aus dem St. Georgsritt an die beiden Kirchengemeinden im Ort gehen. Ein Unglück wenige Wochen vorher sorgte aber für eine Planänderung. Wir haben uns umentschieden, weil wir aus einer Zeitung hier, aus der Lindauer Zeitung, erfahren haben, dass der Reit- und Fahrverein Wangen aufgrund eines Brandanschlags oder Brandstiftung einen ganz großen Schaden erlitten hat. Und dann haben wir gesagt, was wäre auch der St. Georgsritt ohne Pferde? Und dann haben wir uns in Absprache mit dem Pfarrern dazu durchgerungen, hätte ich beinahe gesagt, nein, wir haben ganz schnell spontan dazu gesagt, ja, wir machen das so, wir geben das Geld diesem Reit- und Fahrverein. Es ist nur ein kleiner Obolus, wir können natürlich nicht die Riesensumme stemmen, das ist leider nicht möglich, aber einen kleinen Teil können wir vielleicht mit beitragen. Am Wendepunkt des Ritts der St. Georg-Kirche wurden die 59 Reiter und 4 Kutschen von den beiden katholischen und evangelischen Pfarrern gesegnet. Beide hatten dem geänderten Spendenzweck auch schnell zugestimmt. Immerhin benötigt der Reit- und Fahrverein Wangen rund 100.000 Euro nach der Brandstiftung Ende März. Das war uns in dem Moment ein Anliegen, dass man einfach da vielleicht auch helfen könnte. Das ist im Sinn vom Georg mit Sicherheit und da kann man anpacken. Und es hat sogar was mit Pferde zu tun. Da hoffen wir, dass wir ein bisschen Geld zusammenbringen, dass wir Wangen unterstützen können. Nicht, dass ich Reiter bin oder selber Pferd besitze, aber wie gesagt, ich heiße Martin und deswegen ist natürlich auch der Martin als Pferdeheiliger mir durchaus vertraut. Wir waren baff. Also wir waren komplett geplättet für die Unterstützung, wo wir einfach hier jetzt aus Wasserburg kriegen. Es ist ja doch ein bisschen weg von uns, ein paar Kilometer. Und wir waren einfach baff. Also ich kann auch nur mal sagen, wir bedanken uns ganz herzlich im Namen vom ganzen Reitverein, von allen Mitgliedern. Am Ende des St. Georgritz feierten die Teilnehmer einen ökumenischen Feldgottesdienst. Dabei betonten die Pfarrer, dass der Heilige mit seinem Kampf gegen einen Drachen symbolisch auch den Kampf gegen das Böse in der Welt und in uns selbst aufgenommen hat. Die Antwort auf das Böse sei Gemeinschaft, wie sie auch an diesem Tag zu erleben gewesen sei, so die beiden Kirchenvertreter. Ja, und das war's auch schon wieder. Das war TV Allgäu Nachrichten für heute. Wir sind morgen wieder für Sie da. Dann geht es unter anderem um eine neue Flugverbindung vom Allgäu Airport. Nun kann man vom Allgäu aus nämlich auch nach Afrika fliegen. Genauer gesagt nach Marrakesch in Marokko. Mehr zum neuen und damit ersten außereuropäischen Flugziel gibt es morgen bei uns im Programm. Ich würde mich freuen, wenn Sie wieder mit dabei wären. Bis dahin wünsche ich Ihnen einen schönen Abend. Passen Sie auf sich auf. Tschüss für Gott und auf Wiedersehen.